Ja, super! Auf drauf damit! Am Ende gibt es nur eine Königsallee. Mein Senf zum Spiel, also mein Fazit. So, ganz nüchtern, objektiv und sachlich betrachtet, es ist ja nicht so, dass Düsseldorf das Spiel nicht auch hätte gewinnen können, aber heute hat man einfach deutlich gesehen, warum eine Mannschaft oben steht und um den Aufstieg spielt. Und die andere Mannschaft das gerne würde, aber da einfach nicht rankommt. Ne? Letztendlich entscheiden Effektivität, Effizienz, Cleverness und Abgezocktheit das Spiel und trennen eben zwei Mannschaften. Ja? Die Spieldaten. Hier seht ihr es halt auch nochmal so ein bisschen. Ne? Wie gesagt, aber gucken wir bei den Torschüssen, sind die Düsseldorfer eben klar vorne. Wir haben eine super, super Passquote hingegen. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal überhaupt so viele Pässe gespielt hätten. Da müsste ich echt mal nachgucken. Und wie ich ja schon sagte, sie haben einfach ihre Chancen nicht genutzt und wir waren eben brutalst effektiv, um das auch mal im Tuschestyle, ne, auszudrücken. So, okay. Wie gesagt, das die Spieldaten. Wie habe ich also das Spiel gesehen? Von uns grundsätzlich muss man einfach sagen, es war ein eher verhaltener bis schlechter Beginn. Ja, Düsseldorf hätte nach 10 Minuten auf jeden Fall führen müssen, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Mit der ersten Chance allerdings hingegen machen wir dann das Tor, ja. Und das Tor gab uns dann wiederum mehr Sicherheit, mehr Auftrieb, beruhigte und neutralisierte es auch so ein bisschen in der Folge. Ne? Und Düsseldorf blieb weiterhin aktiv, wollte ja mitspielen, deswegen hatten wir insgesamt auch ein relativ gutes Spiel gesehen. Und kurz vorm 2 zu 0 eigentlich dasselbe Muster. Düsseldorf wieder mit einer Großchance und wir hingegen im Gegenzug mit dem 2 zu 0, ja, mit der zweiten vernünftigen Aktion eigentlich. Ist natürlich, wie gesagt, sehr, sehr brutal für den Gegner. Aber wie ich aber schon sagte, wir einfach sehr effektiv, sehr effizient und abgezockt hingegen. Ne? Und auswärts ging es dann 2-0 in die Kabine. Ja, was will man mehr? Ne? Das ist natürlich dann schon eine super Ausgangsbasis. Und aus der Kabine herauskommend dann auch wieder die Fortuna recht engagiert. Ne, man hat gesehen, dass sie jetzt unbedingt nochmal was reißen wollten, dass sie sich bemüht haben. Allerdings, aus meiner Sicht entwickelte sich in der zweiten Halbzeit in der Folge dann eher ein ausgeglicheneres Spiel, in dem wir zunehmend souveräner, überzeugter und abgeklärter dann auch einfach wirkten. Und man hatte auch einfach das Gefühl, zumindest bei mir hat es sich so eingestellt, also irgendwann nur die Fortuna, die können noch 90 weitere Minuten heute spielen. Die treffen auch den Möbelwagen aus 5 Meter Entfernung einfach nicht. Ne? Und ich glaube, so Spiele hast du dann einfach manchmal. Ja, und wie gesagt, am Ende machen wir dann letztendlich nochmal den Deckel drauf, sodass es dann noch sehr deutlich wird. Und gut, dann war das Spiel entsprechend auch gelaufen. So, das zum Spiel erstmal von meiner Sicht. Kommen wir mal direkt zu den Spielern und den Spielernoten. So. Ihr seht sie hier jetzt gerade auch schon eingeblendet. Lasst uns das mal einzeln durchgehen. Also Manuel Riemann heute für mich zur Stelle, als er gebraucht wurde. Großer Einsatz, als er einfach auch auf die Zähne biss. Und in Summe macht das für mich eine hochverdiente 2. Ja, die beiden Außenverteidiger Soares, Gamboa, für die gilt hier so ein bisschen beides. Beide solide Partien aus meiner Sicht. Ich habe keine gravierenden Fehler in der Defensive gesehen. Und beide haben sich auch versucht, in die Offensive einzuschalten. Sind aber hier und dann auch beide so ein bisschen ungenau gewesen. Aber nichtsdestotrotz war das eine grundsolide Partie. Deswegen für mich beide mit einer 3. Dann die beiden Innenverteidiger, Leitsch, Bella Kotschap, auch für mich grundsätzlich heute ja, eher Fels in der Brandung. Ihr seht es ja, ich habe die beiden Oldies vor uns etwas schlechter bewertet, denn aus meiner persönlichen Sicht haben wir zu viel übers Zentrum zugelassen. Ja, die Fortuna kam häufiger bei uns übers Zentrum und da ging einfach zu viel. Da sind viele zu viele Chancen zustande gekommen. Aber das lag aus meiner Sicht eher an Lercia und Tesche, weniger an Leitsch und Bella Kotschap, die für mich eher den Brand dann gelöscht haben. Ja, und deswegen habe ich unser Zentrum heute entsprechend so bewertet. Genau, Tesche und Lercia habe ich ja gerade eben gesagt. Licht und Schatten, einerseits sehr aktiv beide bei den Angriffen auch, aber andererseits eben, wie gesagt, ging auch viel durchs Zentrum. Ne?
So, Man of the Match für mich heute ganz klar Gerrit Holtmann. Ein Tor, eine Vorlage, unermüdliche Sprints, riss seine Seite immer wieder auf, zog nach innen, suchte den Abschluss, stark im 1 gegen 1. Also kurz und knapp genau das, was ich von einem Flügelspieler auch einfach erwarte. Also das ist meine Erwartungshaltung an einen guten Flügelspieler und heute hat er das voll umgesetzt. Eine Vorlage mehr, ein Tor mehr, dann hätte es die glatte 1 bei mir gegeben. Aber wie gesagt, heute mega Auftritt, also wahrscheinlich für mich der beste Auftritt, den ich im VfL-Trikot von ihm gesehen habe. Ja, Robert Juhl, da sage ich mal, manchmal reicht auch einfach eine einzige Aktion im Spiel aus, um die große Klasse eines Spielers zu zeigen. Also ich muss echt sagen, die Vorlage zum 2-0 einfach nur Sahne, überragend. Deswegen hier auch entsprechend mit einer 2-5 heute. Ansonsten, wenn ich die 90 Minuten so Revue passiere, war ja jetzt nicht so häufig eigentlich der entscheidende Faktor heute. Aber wie gesagt, diese eine Aktion ist einfach Sahne. Simon Zoller, auch unsere Pressingmaschine, emsig, fleißig, wie immer, heute wieder mit einem Tor und beim 2-0 auch mitbeteiligt. Deswegen für mich heute ein Ticken besser als Juhl mit einer glatten 2. Und dann die beiden Einwechselspieler, Pantovic, Eisfeld. Ja, Pantovic für mich, als er reinkam, keine besonderen Auffälligkeiten, weder positiv noch negativ. Deswegen halt habe ich ihm die 3-5 gegeben. Und Eisfeld dann entsprechend ein Schuss, der dann am Ende noch zum 3-0 führte, ne, weil Düsseldorfs Keeper so ein bisschen kräftig mithalf. Davon profitierte dann letztendlich nur Botny. Ja, am Ende steht aber eine Vorlage und ansonsten hat er auch keine Aussetzer. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe Bockhorn vergessen, genau, Bockhorn. Bockhorn in Summe für mich heute, ja, bemüht, aber in Summe eher blass. Er hatte auch keine größeren Fehler, die ich ihm ankreiden würde. Aber ich habe jetzt auch keine wirklichen Offensivaktionen gesehen, wie es zum Beispiel eben auf der anderen Seite der Fall gewesen ist. Deswegen für mich einfach dann am Ende auch mit einer 4 hier und mit der dann einfach wegkommt. So, das sind die Spielernoten. Ich bin echt gespannt auf eure Meinungen und eure Sichtweisen. Wie ihr das entsprechend so bewerten würdet, schreibt einfach entsprechend unten Dusch in die Kommentarfunktion. So, damit wären wir schon beim Trainer. Trainer, gut, die Aufstellung war letztendlich dann tatsächlich ohne Gamvola, sondern Zoller und Zoller vorne auf dem Pin und entsprechend Gamboa kehrte zurück. Das sagt natürlich dann auch relativ viel über Gamvola aus. Noch zudem, weil wir ja drei Wechsel hatten und zum Schluss Novotny reinkam statt Gamvola. Ah, da würde ich mir in der Länderspielpause jetzt mal viele Gedanken zu machen, beziehungsweise die Länderspielpause mal da nutzen. Vielleicht spielt er für den Kongo. Auf jeden Fall deutliche Zeichen. Ja. Und ansonsten, ja, beim 3-0 Auswärtssieg, super Leistung, was ist super Leistung? Ich meine, gibt es nicht viel auszusetzen eigentlich, ne? Es ging ja alles soweit super auf. By the way, am Mittwoch um 12:30 gibt es bei der WAZ ein Live-Interview mit Thomas Reis, ne? Da kann man ja seine Fragen einsenden, also falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, schaut mal bei der WAZ vorbei. Da könnt ihr noch bis morgen eure Fragen einsenden. Und na, mit ein bisschen Glück, wenn ihr dann wahrscheinlich auch mal vom Ralf Ritter dann irgendwie gestellt während des Live-Interviews. Also, wenn wir schon beim Trainer gerade so sind. Okay, ansonsten der Ausblick. Ja, 51 Punkte nach 26 Spielen. Damit sind wir wieder Platz 1. Aufgerundet bedeutet das auf die Saison hochgerechnet 67 Punkte. Und das ist ja in der Regel ja, klarer, weiterhin klarer Aufstiegskurs. Ich habe gestern auch eine Statistik gelesen bei Sky, dass nach dem 26. Spieltag es bis dato in der Zweitliga-Geschichte kein einziges Team gegeben hat, welches 51 Punkte oder mehr hatte zu dem Zeitpunkt und am Ende nicht aufgestiegen wäre. Also das sind ja schon mal sehr, sehr gute Vorzeichen. Deswegen heißt es jetzt für uns einfach, sich noch einmal kurz entsprechend auftanken in der Pause und dann volle Konzentration auf Kiel, auf das letzte Spiel der Wochen der Wahrheit, Teil 4 von 4. Ja, mein Soll ist ja mittlerweile jetzt schon nach 3 Spielen erfüllt. Ich habe ja gesagt, wenn wir aus diesen 4 Spielen mindestens 6 Punkte holen, dann ist das einfach super, dann sind wir weiterhin voll gut dabei und jetzt haben wir sogar die Chance, ja, das Ganze auf 7 Punkte oder auf 9 hochzuschrauben. Und uns dann entsprechend ein deutlich und entscheidendes Stückchen am nächsten Spieltag dann gegen Kiel nach vorn zu machen. So, okidoki, das war's eigentlich schon. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video, abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr meiner Analysen hören wollt, kommentiert Dinge, wie gesagt, und hatet es, wenn es euch halt nicht gefallen hat. Ich kann halt auch nicht jedem helfen, ist ja nur meine Meinung. In diesem Sinne,
Wir sehen uns dann in knapp 2 Wochen zum Warm-up gegen Kiel. Bis dahin, tschüss.